ich weiß es. Und ein Blinder wird sich niemals verändern. Im Gefängnis nicht, hier draußen. Auch hier drin. Das geht nicht an. Die Seele ist da. Die Seele ist da. Du kannst verändern, du hast jederzeit die Möglichkeit, was zu verändern. Nur, in welche Richtung? Mhm. Ich verändere auch. Ich habe ja meine Anbindung. Ich frage ja immer stetig, was kann ich tun? Nichts. Ich sage, wie kann ich helfen? Gar nicht. Du hast schon alles getan. Ich glaube, bis nachts habe ich beraten. Ich war kaputt, ich habe keine Filme mehr geguckt. Am nächsten Tag ging das gleiche Programm los. Ich kann nichts mehr tun, ich habe alles getan. Dann gehen und ich dann annehme, dann gehe ich dann das ist ich dann entweder ich löse an, verwende es oder ich gehe ins Digital. Mehr kann ich. Das ist der Weg. Also kannst du nicht in der Digital. Du siehst aber von außen, du hast deine Familie und du siehst ja alles, was passiert. Alles. Das macht euch Angst. Das macht so manchen Menschen Angst. Und da hat die einen Tag eine Schülerin gesagt, das war Blue Light, hat gesagt, deswegen haben Menschen Angst, weil du alles weißt und alles siehst. Mhm. Also immer recht hast. Und deshalb passiert das. Und das ist, was der Mensch auf keinen Fall annehmen will. Nein. Dass jemand weiß, was... Ich muss einmal recht haben. Ja. Genau. Einmal muss ich recht haben. Es kann nicht sein, dass jemand immer recht hat. Genau. Ich will doch auch mal recht haben. Aber ich habe immer recht. Ja. Weil ich weiß, wer ich bin. Und du machst und hüpfst und kann es nicht, weil sie von dieser Schwingung kommen, von diesen Ebenen. Der Mensch sucht ja den Beweis, dass es nicht so ist. Genau. Sonst wird er ja das außerhalb dieser Galaxie annehmen, dass es so sein könnte. Aber da sind sie ja schon zwei. Also sucht er ja den Beweis, um sie in dieser Schwingung zu halten. Ich habe bei dir eine Bar gesehen. Du hast einen Anhänger von einer Bar. Die Bar ist das Symbol, das ist ägyptisch, altägyptisch. Das ist die Träger, das ist also im Ägyptischen schon gelebt. Mhm. Und sie trägt gerade deine Seele hoch. Du kannst so oder so sterben. Du musst immer sterben auf einer Ebene, damit du hier rauskommst. Und dann verstehst du. Dann wirst du sterben. Dann musst du weitergehen, höher gehen. Heißt nicht, dass du hier stirbst. Aber du musst immer einen Abschluss finden in dir. Und diesen Abschluss haben sie nicht. Weil sie immer das Spiel spielen. Panik. Die spielen immer das gleiche Spiel. Sie gehen immer wieder zu dem gleichen Ort zurück. Zu dem, wo die anderen Spieler sind. Weil sie es so gewohnt sind. Dieses Leben gibt es keine Veränderung. Kann es nicht geben. Nein. Dass es das andere, die Möglichkeit, dass es das andere geben kann, schon ignorieren und blocken. Du weißt es. Sie wissen es nicht. Sie haben mal dran geglaubt. Wirklich nicht. Sie glauben auch nicht an UFOs. Nicht an außerirdische Wesen. Wenn sie sich schon kleiner machen müssten und etwas Größeres anerkennen. Es gibt Menschen, wenn ein UFO landet, glauben sie es immer noch. Man meint immer noch, es sind Fähigkeiten. Ja. Gerade der Wind rein ist, weil man diese ganze Laute, dieses ganze Klinik spielt. Und es ist alles Schwingung. Und wenn man einfach Eis ist, dann hätte man auch gesehen, dass man Eis in die Schwingung reingeht. Das ist einfach, für mich ist das, so habe ich es jetzt gesehen und gefühlt, also, das ist so, das geht dann so, für mich ist das dann so, es geht dann gar nicht leicht. Dann geht es nach oben. Ich hätte die Schwingung. Das ist einfach ein Weggehen. Ja. Wie ein Wirbel. Einfach, dann ist nur noch dieses, das ist das, was
diese Spiritualität, diese Schwingung. Oh, ja. Das haben die nicht, die spüren es nicht. Oh, ja. Die fühlen es nicht mehr, weil sie. Die tun das alles ausdiskutieren. Es gibt es, wenn man diese Schwingung spürt, taucht man da ein. Da gibt es nichts mehr zu diskutieren, da gibt es nichts mehr zu überlegen, nicht mehr nachzufragen nach irgendwas. Man ist einfach. Aber nicht die. Sie müssen das ausdiskutieren. Sie müssen gucken, wie das ist. Gucken Sie das alles an. Sie müssen das erkunden. Warum müssen Sie sich das erkunden? Weil die dunkle Seite, der Computer sie darauf produziert. Und deshalb kommen sie jetzt raus. Und deshalb können die dunkle Seite sie kontrollieren. Sie kontrollieren das Tablet. Wir halten es fest. Und wenn du das erlaubst, aber wenn du das machst, wenn das macht, dann ist das alles erreicht. Weg. Aber sie wollen doch das Tablet festhalten. Ihre Entscheidung. Kannst du es drehen und wenden, wie du willst. Noch immer zu dem gleichen Punkt. Das ist wieder richtig. Und wenn das nicht das Tablett ist, dann gibt die dunkle Seite wieder was anderes, vielleicht die Tasse oder so, und dann sind die wieder damit. Du kriegst immer Ersatz. Nicht wieder. Und wenn es das Krönchen ist, du kriegst immer Ersatz, damit du hier bleibst. Ja, immer wieder beschäftigt bist damit und nicht ganz genau weggehst. Damit du hier drin bleiben kannst. Ja, ja. Und wenn es das Geld ist, was du hast. Dann kommt das Thema. Ja. Anstatt, dass es mir egal ist. Und sagt, sehr verbreitet. Ist doch egal. Aber das ist gehört hier rein. Aber dann das Vertrauen, wo dann die Allmacht sagt, okay, dir ist es egal. Wenn das nicht eintritt, läufst du dem Geld immer hinterher. Du läufst immer dem Geld hinterher. Ja. Das ist wie ein Magnet, der dunkle Schuss. Geld ist dunkel, weil der Mensch hat es erfunden. Hat es eigentlich uns Indianern auch weggenommen, aus den Minen. Aber ich laufe dem Geld nicht hinterher, weil das Geld kommt zu mir. Weil ich vertraue. Sie vertrauen. Der Mien vertraut. Weil sie müssen ja hinterherlaufen. Sie sitzen auf der Postkutsche und halten die Züge in der Hand. Sie sagen, wo es lang geht. Und dann, anstatt sich hier zu warten, bis die Postkutsche kommt, Die Pferde wissen doch, wohin sie müssen. Genau. Aber sie vertrauen den Pferden nicht, dass sie den Weg kennen. Also haben sie wieder die Macht in der Hand, zu kontrollieren, wo das Pferd hin muss. Und deshalb passiert das auch mit dem Hund. Der Hund kam freiwillig, wollte eigentlich nur Hallo sagen. Sieht mir aber nicht. Weil der Mensch ist wichtig. Er steht über alles. Das ist nicht spirituell, also keine helle Spiritualität. Ein Stückchen schwarze, dunkle Spiritualität, ja. Naja, ich habe ja nichts gegen Hunde. Naja. Fisch kann man ja noch essen. Ich entscheide, wann es mir passt, zu schweigen. Immer. Immer ist die Entscheidung hier. Egal in welche Richtung. Ich bin dagegen. Jede Sekunde. Willi hat das geschrieben, also in der Diskussion war es auch so, dass ich nicht wissen muss, ich weiß, ich kann Auto fahren und dass es ein Auto gibt und das fährt, aber ich muss nicht wissen, wie das Auto funktioniert, bis ins Kleinste. Ich muss nicht alles untersuchen. Jetzt höre ich und sehe, sie machen sie aber hoch und wollen wissen, wie es funktioniert. Ja, und der Kolben ist schon was, und es ist scheißegal, der wo es wissen du muss, bist so muss laufen. Du, das musst du jetzt einsehen, du. Du setzt dich einfach in das Steuer und der Wagen fährt. Ja. Ganz einfach. Du weißt nicht wie, wo, was, warum, aber erfährt. Alles wer fährt, ist doch egal, richtig. Aber du fährst. Mhm. Aber sie wollen selber fahren. Ja. Die Frauen wollen selber fahren und die Männer wollen selber fahren. Weil sie vertrauen nicht, es könnte ja sein, dass man nicht da ankommt, sagt die Anbindung. Kann ja sein, dass ich ganz woanders hinkomme. Komme ich überhaupt an? Ist da überhaupt Benzin drin? Sonst komme ich ja gar nicht dahin zu der Kakteenabstellung. Außerdem kostet es Geld, ich habe kein Geld. Das rattert und rattert und rattert. Das ist halt nicht normal, ich weiß es nicht. Das würden sie nie tun. Nie. Weil sie das nicht haben. Sie haben diesen Horizont nicht.
Das ist auch nicht böse gemeint. Aber was du nicht hast, hast du nicht. Wenn du nicht schwimmen kannst, das ist als Kind nicht gelernt, als Jugendlicher nicht gelernt, lernst du es heute nicht, weil du es nicht willst. Du kannst nur schwimmen, wenn du es wirklich willst. Dann kannst du schwimmen. Ich habe nach dem alten Sprichwort, wenn der, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das stimmt, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Das ist immer wieder die Entscheidung. Komme ich zu dir, zu dem, was ist, und du bist hier. Und es gibt dann den Weg. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja, dann können es mehr. Dann wird das eine nicht mehr werden. Das war nämlich meine Erfahrung, als ich diese Geschichte gehört habe. Sie vertrauen mir, weil dabei sie sind, weil sie den Körper sehen, weil sie wissen alles sowieso besser. Weil sie mich nicht als das sehen. Nein, sie fühlen mich nicht. Sie sind nicht da, sie sind da, aber sie sind nicht hier. Es geht nicht. Nein. Alles andere ist ein Zwang, eine Qual. Mein Mann würde sagen, sie quälen sich. Das würden wir nie wollen. Engel tun sowas nicht. Also lassen wir sie da stehen. Ich muss sie da stehen lassen. Ich kann ja trotzdem nett und freundlich sein. Das hat doch damit nichts zu tun. Ich kann ihn trotzdem in den Arm nehmen und sagen, schön, dass du da bist. Es ist doch schön, dass du da bist. Aber du bist doch nur da. Nur hier. Nicht mehr und nicht weniger. Ich kann mich ja vertun. Ja. Wenn ich mich vertue, haben Sie ja recht. Ja. Und darauf hoffen Sie ja irgendwann irgendwie. Aber das kann nicht passieren und deshalb gibt es immer einen Kampf. Warum kann es denn nicht passieren? Ja, weil du... Weil ich ja ich bin. Weil du die Wahrheit... Ja. Aber ich weiß auch, wer Sie sind. Ja. Aber ihr habt alle gewusst, wer ich bin. Ich habe mich offenbart. Ja. Ja. Ihr wisst alle, wer ich bin. Also hat es Ihnen nie gereicht. Nur wenn man akzeptiert, wer du bist und wenn man es für sich annimmt, dann kann es funktionieren. Anders nicht. Sie haben es nie angenommen. Nie. Solange sie dir ja nicht glauben, das ist auch so ein bisschen, können sie ja gar nicht von dir etwas annehmen. Sie können dir gar nicht folgen. Geht gar nicht. Sie glauben ja nicht dran. Also sie wissen es besser. Sie glauben, kommt ja vorwissen, wenn man so will, oder? Und sie wissen Nochmal, Glauben kommt vor Wissen. Ja. Und was ist, wenn aber das erst das Wissen kommt und dann der Glaube? Ja. Was ist dann? Kommt überhaupt dann der Glaube vor dem Wissen? Nee. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Ja, genau. Weißt du es, Nakana? Was war zuerst da? Es ist beides gleich da. Ah, warum war beides da? Weil es einfach ist. Die Moleküle sind schon da. Alles ist ja entstanden aus der ganzen Galaxie. In einem Stein ist alles enthalten. In einer Pflanze ist alles enthalten. Das ganze Leben, alles was hier lebt, ist alles enthalten. Also war beides da. Ohne das Huhn kein Ei, ohne das Ei kein Huhn. Hat sich ja alles aus einer Energie entwickelt. Aus einer Urenergie hat sich ja alles entwickelt. Also aus dem Urkreis. Ja. Aus dem Urinstinkt. Das ist da, wo der Mensch hat das Unterbewusstsein. Das ist eigentlich nur die dunkle Materie. Die dunkle Materie, die euch führt. Das Unterbewusstsein führt euch. Was ist das Unterbewusstsein? Mensch. Unter. Tief. Das höhere Selbst. Selbst kannst du nicht höher sein. Höhere Selbst. Wie wirst du als Selbst über dich stehen? Geht nicht. Also ist da immer dieses, immer was drin, was nicht stimmt. Und das ist diese Spiritualität, die hier gelehrt wird. Die Angst, dass was Größeres da sein könnte, als dass man selber ist. Das ist ja ein Diabolo.
Diabolo. Ein Diabolo. Diabolo? Ein Diabolo. Was ist ein Diabolo? Das ist der Mitte des Kerns des Urwissens. Es dreht sich immer. Es dreht sich. Es dreht sich. Es dreht sich. Und das dreht sich. Das ist die Spiritualität, die hier herrscht. Und die leben sie. Ihre eigene Spiritualität. Ursprung des Programms. Es lebt immer und immer und immer und immer und immer. Weil sie nie einen diesen Absprung gemacht haben. Irgendwo und irgendwann. In dieser langen Reise in den 5 Jahren. Jetzt sehe ich wieder meine Anbindung. Hier haben sie den Schlips zurechtgerückt. Ich weiß besser Bescheid. Aber doch auch schon weiter zurückliegen. Von Inkarnation zu Inkarnation haben sie doch die selben Verhaltensmuster immer an den Tag gelegt. Immer. Sind aus ihren, ich nenne es jetzt bewusst, Machenschaften nicht rausgetreten. Kannst du ja nicht. Ganz verfeiner. Ist besser geworden. Die dunkle Seite hat noch besser alles geschliffen. Ja. Ne? Ja. Wie man einen Diamanten schleift. Was ist ein Diamant? Ein Gestein. Kommt aus dieser Schwingung. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und damit handelt man. Ich gebe dir 3 Diamanten, wenn du mir einen gibst. Nur der müsste größer sein. Aber ist genau das Gleiche. Die 3 sind genauso groß wie einer. Wenn der gleiche Ursprung. Ja, aber die Anbindung gibt es, ist aber mehr. Weil er größer ist. Aber wenn ich 3 gleiche habe, die so viel wiegen wie ein großer, ist das genau das Gleiche. Mhm. Darf ich sagen, was ich höre? Das ist die Verkackerei der dunklen Welt. Ja. Aber daran glaubt ihr. Das ist euer Leben. Das ist aber nicht böse gemeint, sondern das ist mein Wissen. Mhm. Das ist meine Führung und in ihr Leben. Stetig und stetig und stetig. Ich will einen Wein trinken oder einen Sekt trinken. Es bleibt das Gleiche. Die Flasche. Die Flasche sieht nur anders aus. Die Begrenzung ist da. Immer. Die Begrenzung ist da. Diese Schwingung, da kommen wir nicht drauf. Du kommst da nicht drauf. Du kommst nur mit höherer Führung. Mit einer anderen Führung, aber niemand mit der gleichen Führung. Gleiches und Gleiches gesellt sich drin. Kann nicht funktionieren, weil nur die Begrenzung. Gleiches und Gleiches gesellt sich drin. Mhm. Gleiches und Gleiches gesellt sich drin. Darum wirst du auch sich nicht mehr. Vielleicht ist heute der Tag der Erkenntnis, des Weitergehens, des Absprungs. Ich weiß es nicht. Das musst du entscheiden. Ja. Auch wenn man noch so versucht, den Wasser um die Füße zu nehmen, dass man dich wieder runterzieht. Du musst doch bei mir bleiben. Ich konnte dich doch schon immer an der Nase herumführen. Du strampelst und strampelst es weg. Weil du willst hoch, du strampelst. Und sagst mir, nein, ich will das Band, ich will das nicht. Du wirst es nicht wegkriegen. Weil dieses Band von dieser Schwingung ist. Das hat man dir drum gelegt. Das kann dir nur einer abnehmen, eine höhere Macht. Und die muss man anrufen. Aber dann darfst du auch nicht wieder runtergehen. Nicht rückwärts gehen. Es geht alles rückwärts. Wir sind in einer Zeit drin, wo alles rückwärts geht. Kriege, Bluttaten, Gedanken, das Dunkle arbeitet. Noch besser als vorher.